Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir versuchen uns heute mal an einer Geflügelleberwurst. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Heute bereiten wir mal Geflügelleberwurst zu. Und wie wir das machen, zeigen wir euch gleich. Was benötigen wir? Wir haben hier 600 Gramm Geflügelleber, also Hähnchenleber. Wir brauchen 200 Milliliter Sahne, etwas Salz, Koriander, 100 Gramm Butter zum Anbraten und zwei Zwiebeln. Die Zwiebeln werden geschält und in grobe Würfel geschnitten. In einer Pfanne erhitzen wir nun 100 Gramm Butter. Unsere Hühnerleber und die Zwiebeln sind nun in der Pfanne gelandet. Dort dürfen sie jetzt so 5-6 Minuten schmoren. Dem Ganzen fügen wir nun 200 Milliliter Sahne dazu. So. Einen Teelöffel Salz. Und einen Teelöffel Koriander. Das Ganze wird untergerührt und kann dann 30 Minuten köcheln. Ich werde ein bisschen runterschalten den Herd, dass es wirklich nur noch köchelt. Gewürzte Leber, Zwiebeln und Sahne haben nun eine halbe Stunde vor sich hingeköchelt. So sieht das Ergebnis aus. Das Ganze fülle ich nun in ein hohes Gefäß, damit man es pürieren kann. Unsere Masse ist jetzt fertig püriert, in ein Glas abgefüllt und nun kann gegessen werden. Ja, kurzes Fazit, geschmacklich top. Was das Ergebnis allerdings so ein bisschen schmälert, ist die Konsistenz. Ist wirklich ein bisschen härter geworden. Wir haben noch mal ein bisschen Kochsahne zugegeben, dass es sich so einigermaßen streichen lässt. Beim nächsten Mal werden wir auch nur zwei Teile Leber nehmen und ein Teil Fleisch, das heißt so Hähnchenbrust, denke ich mal. Und dann wahrscheinlich auch nochmal mit Gemüsebrühe aufkochen und die ganze Sache noch mit Preiselbeer verfeinern. Also es gibt bis auf die Konsistenz halt nichts auszusetzen. Und ich weiß nicht, wie es mit der Haltbarkeit ist. Ich denke, man muss sie dann auch noch einkochen. Wir haben so ein Glas gemacht und ich denke mal, das wird weggehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Kühnes Kochkanal.